Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen GTA San Andreas Video auf meinem Kanal. In der heutigen Folge machen wir an der Stelle weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und werden nun in Cesar Villalpandos Mission laufen. King in Exil. Hey Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the barrio with that big Willie bullshit and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those chota pigs Tenpenny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Yay. Come on, CJ, how you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. Hello? Where'd you been, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas! No, no. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob. Look, I'm in the middle of some shit, right? Juckt die nicht. So. Das heißt, wieder den ganzen Weg zurück. Wer bezahlt mir den Sprit? Here we go again. Alter, was ist denn hier los? Taxiverein oder was? Junge, Junge. Na, mal gespannt, was uns gleich in der nächsten Mission blüht. Bin mal sehr gespannt. So, und dann hoffe ich, dass jetzt die kommende Mission dann auch erstmal hier oben in der Gegend bleiben, dass ich nicht wieder runter nach Angel Pine muss. Das wäre nämlich, oder das ist immer eine ganz schöne Guckerei. Oh, ich hasse diese Frame-Einbrüche. Aber dass das gerade eben so eine verschachtelte Mission ist. Man startet eine Mission oder man glaubt, es sei eine. Und letzten Endes gibt es halt keinen Abschluss bei dieser Mission. Man beginnt sie, aber sie endet nicht. Catalina, baby, it's me, Carl Johnson. Hey, baby, I'm sorry, we got off on the wrong foot.
baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see her. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Verstehen muss man das nicht. Die hat den total angegangen oder ist den total angegangen und der kriecht ihr förmlich hinten rein. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now where is this stupid bitch? Here, cabrón. Shit. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How do you want to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah, yeah. And I'll take you to rob banks and shit. Oh. And, you know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'ma treat you right, baby. Shit. Just, come on. Just please don't shoot Carl, me. Carl, I think I love you. What the fuck? Shit, that's great. Was eine Wendung. Cool. Yeah, fantastic. Shit, all that. You wanna go rob some shit, baby? Gut. Are you stupid? Did you forget already? The gas station in Dillamore, the bank in Palomino Creek, or the betting shop in Montgomery. Okay, well this time we gonna do a real. Dann schauen wir mal. Fahren wir erstmal hier oben hin. Because yourself, soft boy. Today, I feel like killing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry, I make an exception for some of the men in my life. Now drive faster. Ja, ist doch recht nah dann. Ich glaube, war das hier die Bank oder was war das? Ne, das ist das Wettbüro, ne? You wanna rob a betting shop? Ja. Yeah, you know man enough? Here, Carl. Satchel charges. Where the hell did you get them? Against all odds. Open the back room door or I'll blow your fucking face off! Leave the panic button or I'll kill your children too! I warned you, you stupid bitch! Stupid fucking bitch! Now I kill you! Eat my shit! Go! Get in there and open the safe! Stop playing with your bolts and hurry up! Ooh. Das hat ganz schön gewumst. Okay, I got it! About fucking time! You're a fucking slut! Whatever, let's roll! Vier Sterne. Das haut rein. Okay, jetzt sind es nur noch drei. Warum kriege ich denn dann erst vier Sterne? Was ist das für eine Logik? Und hier spawnt kein einziger Kopf. Wo sind die denn alle? Ich meine, das erleichtert das Ganze enorm, aber verstehen tue ich das nicht. Hier ist keine Karre auch unterwegs. Was ist denn los? Ups. Take me home, Carl. Okay, look, but we gotta talk about something. What? What do I have to say to you? You're a great girl and all, but you gotta calm down. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. Oh, you get killed in a lioness, but you want a pussycat? Rip. No, I just want. Do you know why I act like this? No. Tempestuous place, and you will break my heart. Sometimes I want to kill us both. Please. You impress me,
Carl Johnson. Here's your gut, big man. Jawoll. Das war ja recht einfach, würde ich sagen. Also kein hoher Anspruch, sagen wir mal so. So. Dann bedanke ich mich erneut fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und falls ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, abonniert mich bitte und aktiviert die Glocke. Und dann kommt morgen um 7 Uhr die nächste Folge. Haut rein, macht's gut, euer Psycho-Hit. Ciao.